So, hallo nochmal. Ich bin schon wieder. Ibims. Nächster Vortrag wollten wir eigentlich um 10 Uhr starten. Ja, wir sind einigermaßen gut in der Zeit. Ja, wir haben heute ein bisschen eine Premiere. Freut mich sehr, dass wir heute nicht ausschließlich selber auf der Bühne stehen, sondern auch einen Kunden von uns auf der Bühne haben, der ein erfolgreiches Kundenprojekt oder sagen wir mal eine erfolgreiche Kundenbeziehung mal ein bisschen erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist. Also der Johannes Ziegler von Design Office ist mit dabei und danach wird der Frank Dröger auch noch ein bisschen was aus unserer Sicht zum Projektablauf sagen. Wie läuft das Ganze halt eben so ab, wenn man seine Infrastruktur in eine Cloud oder auf eine Cloud-Plattform migriert oder Teile davon oder wie auch immer, wie das Ganze dann eben weiter wächst. Deswegen würde ich fast gleich schon mal an den Johannes Ziegler abgeben, du wirst dich selber vorstellen, oder? Genau, richtig. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jochen hat schon angekündigt, wir haben einige Dinge zusammen bauen dürfen in der Vergangenheit, die letzten 2 Jahre eigentlich. Ich bin seit Januar 17 bei der Design Office als IT-Leiter. Mittlerweile dürfte ich schon 10 Jahre Erfahrung sammeln im Bereich von Aufbau der Abteilungen bzw. Aufbau von ganz neuen Bereichen. Und seit 5 Jahren bin ich eigentlich nahezu ununterbrochen damit beschäftigt, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren, natürlich auch digitalisieren. Bevor ich die nackten Zahlen von Design Offices präsentiere, haben wir noch mal ganz kurz ein paar Fotos, was wir so tun. Also wir sind ganz grob gesagt ein Anbieter von Büroflächen, Eventflächen und solchen Dingen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispielbüro von uns, wie wir uns New Work vorstellen. Flexibel, viel Licht, hohe Decken und Flexibilität ist einfach unser Steckenpferd. Also wir können auch Räume von heute auf morgen oder über Nacht vor allem umbauen, von heute Büro auf morgen Eventfläche. Komme ich aber später noch kurz dazu. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Coworking-Lobby von uns. Coworking ist, denke ich, jedem mittlerweile ein Begriff, ist ein wachsender Markt, ein sehr stark wachsender Markt. Wer bei uns zum Beispiel Coworking-Kunde ist, kann heute in Nürnberg arbeiten, morgen in Hamburg, übermorgen in Berlin. Natürlich kann man auch Tagungen halten, Schulungen halten, das, was die Netlogix teilweise im kleinen Kreis macht mit 12 oder 15 oder 20 Teilnehmern, machen wir teilweise mit 100, 150 und 200 Teilnehmern. Da, natürlich halten wir nicht die Schulung, sondern es kommt einfach jemand, der bucht sich ein, schult über ein gewisses Thema und hat bei uns einfach nur die Räumlichkeiten zur Verfügung. Und Abendevents kann man natürlich auch bei uns feiern. Auch das ist genau der Unterschied zu anderen Coworking-Anbietern von uns. Das heißt, es gibt ganz starke Office-Anbieter, ganz starke Eventflächen-Anbieter, Tagungsflächen-Anbieter und wir haben eben einfach alles unter einem Dach, also früh arbeiten, Abend Hochzeit feiern, ist genau bei uns der richtige Ort. Die Zahlen dazu, wir sind Anbieter von New Work Office-Flächen, so definieren wir uns auch. Wir sind sozusagen der Erfinder von New Work Office-Flächen in Deutschland, bieten zusätzliche Event-Tagungs- und Meetingsflächen an, ich habe es schon erwähnt, haben mittlerweile 350 Mitarbeiter in ganz Deutschland, haben 30 Standorte, machen 75 Millionen Umsatz plus minus in diesem Jahr. Also zum Vergleich, als ich gestartet bin 2017, hatten wir ungefähr 20 bis 22 Millionen Umsatz und 120 Mitarbeiter. Also auch hier kann man schon das Wachstum erkennen. Und für uns gibt es drei ganz wichtige Zahlen, 110, 500 und 1000. Und das Ganze bis 2022, also 110 Standorte, 500 Millionen Umsatz und 1000 Mitarbeiter. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, vielleicht waren es 112 Standorte oder 107, aber die groben Zahlen sind auch wirklich fest im Businessplan hinterlegt. Und genau deswegen komme ich auch gleich zu den Herausforderungen, die wir hatten oder auch immer noch haben und warum wir auch auf NLX.net gewechselt sind. Also als ich 2017 angefangen habe, war die komplette IT extern betreut von uns. Das heißt, es gab keinen IT-Beauftragten im Unternehmen, das wurde alles von einer externen Firma gemacht. Geht bis zu einer gewissen Größe, bis zu gewissen Ansprüchen, aber irgendwann wird es zu komplex und auch zu zukunftsorientiert. Wie soll das ein Externer komplett alleine ohne internen Input machen? Das heißt, es gab eine kleine virtuelle Umgebung, die wurde damals ausgelegt, so hat es zumindest geheißen, ich habe die nie gesehen, für maximal 100 Mitarbeiter. Und ab dann wollte man sich neu unterhalten, wie geht man weiter, was habt ihr eigentlich vor in Zukunft und so weiter.
Jeder Standort hatte also einen ganz normalen eigenen Internet-Breakout, die Anbindung ans Rechenzentrum ganz normal per VPN. Und dann kam eigentlich die erste Herausforderung, wo wir mit dem damaligen Konstrukt gescheitert sind. Wir wollten Bandbreite für die Kunden verkaufbar machen. Das heißt, jeder Standort war mit einer Gigabit-Leitung angebunden und jetzt war es natürlich das Problem, dass einige Kunden das gemerkt haben, haben einfach relativ traffic-intensive Anwendungen gemacht und haben natürlich dann die komplette Bandbreite irgendwann nach unten gezogen. Wenn da mal 50, 60 Kunden im Gebäude sind, wird es irgendwann knapp. Also haben wir gesagt, wir müssen das pro Kunde begrenzen und genau das konnten wir mit dem damaligen Produkt, das wir da hatten, also wir hatten damals Cisco Meraki, kann man ja sagen, einfach nicht. Also haben wir Lösungen gesucht, ich bin auf die Firma Netlogix zugegangen und habe dann einfach gesagt, das und das haben wir momentan, das haben wir vorher, was können wir da machen? Also gab es die ersten Schritte mit der Netlogix, um die ersten Wehwehchen einfach zu beheben. Gesucht wurde also eine Plattform, eine zukunftsfähige Plattform, wo wir uns erstmal entschieden haben, wollen wir eigene Hardware kaufen oder wollen wir einfach nur das mieten, was wir wirklich brauchen. Und dann war relativ schnell klar, Hardwarekauf kommt für uns nicht in Frage, weil wir auch das Wachstum nicht kennen. Hardware, die ich heute kaufe, passt entweder für heute, aber ist für morgen zu klein. Oder Hardware, die ich heute kaufe, ist heute viel zu groß, um irgendwann zu passen. Und deswegen haben wir uns genau für den Weg entschieden, dass wir sagen, pay as you grow, wir bezahlen nur das, was wir brauchen. Die Anbindung wurde dann von unseren Standorten wurde dann ganz normal über das Edge Gateway, auch wieder per VPN gemacht. Edge Gateway ist auch ein Produkt der VMware-Umgebung. Am Anfang, muss man dazu sagen, hat man da einige Probleme damit, was aber weniger am Edge Gateway gelegen hat, sondern mehr an der neuen Firewall, die wir da eingesetzt haben. Die war da VPN-technisch noch nicht wirklich ausgereift. Die ersten virtuellen Maschinen, die wir dann umgezogen haben, waren natürlich die DCs, der File-Server und Exchange. Und da wir im Office 365-Bereich mit dem E3-Plan lizenziert waren, haben wir natürlich gesagt, wenn wir es eh schon lizenziert haben, nutzen wir auch den Exchange Online mit. Also gab es eine Hybridstellung. Der Wechsel der bestehenden Firewall-Systeme war deswegen wichtig, weil ich, wie ich schon erwähnt habe, wir wollten ja Bandbreite verkaufen, war mit dem alten System nicht möglich. Und mit der Sophos XG konnten wir dann einfach pro VLAN ein Traffic Shaping hinterlegen. Das heißt, wir konnten jeden Kunden begrenzen und wenn jeden Kunde mehr Bandbreite möchte, kein Problem, kann er jeder zubuchen, können wir jederzeit ändern. Wie ist also die aktuelle Situation? Wir haben das Ganze komplett nochmal auf links gedreht, haben gesagt, okay, dadurch, dass wir so wachsen und da die Kunden heute in München sein können, übermorgen in Nürnberg oder in Hamburg oder Berlin, wollen wir natürlich denen einen Service bieten, den sie so nirgendwo anders finden können. Das heißt, wir haben einen zentralen Internet-Breakout bei der NLX.net, sind da auch RIPE-Mitglied, also haben unseren eigenen IP-Adressen-Block, sind mit PGP-Routing an zwei Carrier gepeert und haben so die Standorte über ein Layer-2-Netz, also das ist unser Provider, kann man auch nennen, ist die Colt. Da gibt es ein Produkt, das ist EPN, also ist vergleichbar mit dem Company Connect von der Telekom. Sind alle Standorte am Rechenzentrum angebunden und so haben wir einen zentralen Internet-Breakout und können den Kunden einfach den Service bieten, den der Kunde möchte und den wir auch anbieten möchten. In der VMware-Umgebung haben wir mittlerweile 17 virtuelle Server, die auch über unsere eigene Firewall quasi nach außen gehen. Also wir haben das Edge Gateway übersprungen. Auch das war mir relativ wichtig, weil das Problem war immer, wenn ein virtueller Server bei irgendeinem Dienst nicht erreichbar war, war immer die Frage, liegt es an unserer Sophos oder liegt es an der Edge Gateway, wo wird was geblockt? Das wollten wir umgehen, also haben wir die Edge Gateway quasi komplett umgangen und haben unsere Sophos als Gateway für die virtuellen Maschinen hergenommen. Dienste, die wir momentan bei NLX.net laufen haben, wird auch immer mehr, muss man dazu sagen. Wir haben einen eigenen Hive-Manager, also man sieht, wir nutzen auch ArrowHive als WLAN-System, nutzen die VPN-Gateways von ArrowHive, Jira Confluence, da kommt heute noch ein Vortrag, ich glaube, genau im Anschluss kommt er. Domain-Controller, Exchange, Web-Server, Datenbank-Server und Print-Server, das sind so die Standards, die wir da natürlich auch mit am Laufen haben. Bei uns ist das immer genau der Punkt, das sind Standard-Server, allerdings ist das ja mittlerweile von 30 Standorten erreichbar, das heißt auch hier, wenn irgendwas ausfällt, ist natürlich echt problematisch. Da bekommen wir wirklich viele Tickets und viele Anrufe auf einmal.
Und es wird ja immer mehr und genau deswegen haben wir uns auch eine Plattform gesucht, wo auch wir nicht verantwortlich sind für die Infrastruktur, weil wir bräuchten immer einen eigenen Experten, der sich mit VMware auskennt, der sich mit dem ganzen Netzwerken im Rechenzentrum bei den virtuellen Servern auskennt. Den findet man auf dem Markt momentan einfach nicht so leicht, außer man bezahlt unmögliche Summen. Und genau deswegen haben wir uns dazu entschieden, zu NLXNet zu gehen. Was ist also der Ausblick, beziehungsweise was sind Vor- und Nachteile? Der Ausblick ist für uns, beziehungsweise die Vorteile, dadurch, dass wir so ein unberechenbares Wachstum haben, wo ich sagen kann, wir haben zwar 110 Standorte in 2022, ich weiß aber nicht, ob dieses Jahr 20 oder 30 Standorte kommen. Ich weiß auch nicht, was nächstes Jahr kommt. Also es kann auch sein, dass nächstes Jahr 40 kommen und dieses Jahr nur 10. Also das ist wirklich dieses Unberechenbare. Und genau deswegen ist es für uns ein Riesenvorteil, weil das für uns völlig egal ist. Wir wachsen einfach mit der Umgebung. Die Infrastruktur ist ständig up-to-date. Ich muss mich um nichts kümmern. Pay-as-you-grow, wie gerade erwähnt. Die Vorteile der Cloud sind ja eigentlich jedem bewusst. Also eine Cloud hat Riesenvorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Und der Punkt ist aber für uns, wenn bei einer Microsoft irgendwas nicht funktioniert, kann ich mich natürlich vor das Rechenzentrum stellen und rebellieren, wird mir aber niemand zuhören. Wenn ich aber einen Anbieter um die Ecke habe, wie ich es hier genannt habe, dann kann ich dem auch mal auf den Kopf klopfen und sagen, Junge, da müssen wir irgendwas tun. Und genau das ist der Riesenvorteil, den ich hier sehe. Offen für Sonderanforderungen ist genau auch der gleiche Punkt. Es gibt Anbieter, gute Anbieter, große Anbieter, die haben ihr Schema F, das machen sie gut, aber mehr auch nicht. Und genau das ist für uns, wie wir es ja auch gesehen haben, was wir alles tun, war das für uns ein Riesenpunkt. Und da muss ich auch nochmal einen Riesendank aussprechen, auch an Frank, der kommt gleich noch. Da haben wir wirklich viele, viele Schichten angelegt, viele Stunden den Kopf zerbrochen, wie wir das tun können. Und wir haben natürlich immer eine Lösung gefunden. Der große Nachteil an der Cloud ist natürlich auch klar, man muss immer ein riesiges Vertrauen haben in den Anbieter. Denn natürlich in guten Zeiten ist das nie ein Problem. Die Server werden aufgesetzt, die Dienste werden zum Laufen gebracht. Das ist nie ein Problem. Nur was passiert, wenn irgendwas nicht mehr läuft? Wen kann ich kontaktieren? Wie schnell wird reagiert? Und vor allem, was ist denn mal, wenn die Beziehung quasi zu dem Anbieter problematisch wird? Was passiert denn dann? Natürlich rechtlich ist das alles geregelt. Die Daten gehören grundsätzlich mir. Aber wenn der Anbieter auf blöd macht, nützt mir das in dem Moment auch nichts, wenn da mal einen Tag die Umgebung steht. Und ich glaube, dass wir da schon relativ gut aufgestellt sind, eben mit dem Anbieter um die Ecke, was den Nachteil auch nicht so schlimm macht, aus unserer Sicht. Und der Frank wird jetzt noch kurz zum Projektablauf. Ja, ich übernehme da mal ganz kurz. Vielen Dank, Johannes. Ja, wo war die Frage? Ja, ich glaube, die Frage muss man eher zum Frank stellen. Also ein einfacher Umzug ist, glaube ich, nicht möglich. Also aber einfach ist nie ein Umzug. Natürlich kann man relativ leicht einen DC umziehen. Dadurch, dass wir beim Exchange eine Hybridstellung haben, ist es auch relativ leicht, weil der Exchange ist grundsätzlich ja erstmal nur der Backup sozusagen. Ja, bei Diensten wie Print Server oder in anderen Diensten wird es schon komplizierter. Also von heute auf morgen zieht man hier nichts um, das muss auch jedem bewusst sein. Auch hier spielt es aber wieder keine Rolle, welchen Online-Dienst man nutzt. Ich glaube, von heute auf morgen zieht man nie irgendwas um. Aber also ich würde mal behaupten, man braucht auf jeden Fall 4 Wochen, bis man die Dienste von A nach B transferiert hat, damit sie wieder lauffähig sind. Was ich übrigens sehr schnell empfinde, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man mal große Projekte, ich gehe in die Cloud, anschaut, dann reden wir da locker auch mal schnell mit der IBM von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, um vielleicht sogar in der kleinen Größenordnung umzuziehen. Ja genau, und hier steige ich auch ein. Der Johannes hat schon ganz viele tolle Dinge über uns erzählt, dafür auch nochmal danke. Und auch danke für den Vertrauensvorschuss, den du uns die letzten 2 Jahre entgegengebracht hast. Und ja, hier steigen wir auch ein. Ich habe das Projekt mit dem Johannes von Anfang an mitbetreut. Ich bin jetzt seit 15 Jahren hier, habe klassisch IT-System, Fachinformatiker gelernt. Irgendwas habe ich gelernt mit IT auf jeden Fall. Und diverse Projekte umgesetzt, also von Domänenmigrationen auf eine neue Version zu Rechenzentrumsumzügen, auch mit Drittdienstleistern. Und da kam auch die Idee vor 2 Jahren her, ja, warum sollen wir als Systemhaus nicht unsere Expertise aus allen möglichen Bereichen zusammenbringen
und vielleicht mit unseren Kunden noch einen draufsatteln und besser verstehen. Und ich glaube, das ist so ein Ding der Neuzeit, den Kunden besser verstehen wollen und einen Mehrwert verkaufen. Also das heißt, agiler werden, die Prozesse des Kunden annehmen, weil es hilft ja nichts, wenn die IBM immer ein schönes Lasten- und Pflichtenheft schreibt und sagt, ja, Kunde, du musst nur das und das und das an dir ändern, dann passt du super gut zu uns. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen eigentlich dem Kunden sagen, ja, pass auf, wir sind in einem gewissen Maß immer bereit, dich abzuholen und zu sagen, wir hören uns erstmal an, ob das aus unserer Sicht technisch einen Sinn ergibt, was du sagst. Und da kommen wir genau in den Projektablauf rein. Der erste Schritt ist immer, wir machen eine Ist-Analyse mit dem Kunden und bei Design Offices war das halt so. Wir haben uns den anderen Dienstleister angeguckt, haben uns angeschaut, wie da aus Kostengründen vielleicht Dienste konsolidiert worden sind und haben gleich eine klare Empfehlung gegeben, pass auf, wir entzerren mal ein bisschen was, das kostet ein bisschen mehr Geld, aber du hast einen riesen Verwaltungsbenefit davon. Und wir wollen den Kunden immer mit abholen bei der Bestandsanalyse, das heißt, wir gehen Service für Service durch, bieten aus unserer Sicht eine aktuelle virtuelle Hardware mit aktuellen Leistungsdaten, empfohlen vom Hersteller an. Also sagen, pass auf, Exchange 2019 braucht so und so viel Gigabyte RAM. Geh lieber Richtung Office 365. Und das ist eben genau der zweite Schritt, Migration mit Optimierungspotenzial. Wir beraten nicht nur hingehend dahin, ja, das hast du schon immer so gemacht, Kunde, und wir tun jetzt mal so, als könnten wir 500 andere Kunden ignorieren, die das ganz anders auch erfolgreich betreiben, sondern wir sagen dem Kunden immer, hier, pass auf, Kunde XY hat sehr, sehr gut nachgewiesen, dass ein Schritt Richtung Office 365 nicht immer das totale Chaos bedeuten muss, sondern hier machst du Gelder frei, die du vielleicht in die Leistungsfähigkeit deiner Datenbank-Applikation, die auch ganz, ganz wichtig für dein Unternehmen ist, investieren kannst. Also wir verschieben ein bisschen Budgets in Dinge, die sich für den Invest lohnen. In unserem Fall beispielsweise auch immer gern genommen für Bandbreite. Ja, da haben wir uns natürlich auch ganz gut aufgestellt. Wir haben im Endeffekt ja ans Carrier-Backbone unbegrenzt viel Bandbreite. Auch da sind wir Pay-as-you-grow aufgestellt. Das bedeutet, wir sagen dem Carrier, schalte, ja, was weiß ich, 100 Gigabit frei und morgen, wenn wir Geld überweisen, machen die das. Also auch da ist was, was man als Firma, wenn man irgendwo außerhalb ist, vielleicht gar nicht drankommt an die Bandbreite. Das ist ein großer Vorteil von uns. Bidirektionaler Wissenstransfer, auch da kommen wir an diesen Agile-Gedanken, der momentan ja in aller Munde ist. Ja, lernen vom Kunden, gegenseitiges Bereichern. Wir haben ein bisschen unsere Expertise weitergegeben an Johannes Ziegler, wo wir gesagt haben, ja, pass mal auf, hier an der Stelle würden wir das so und so empfehlen. Härte deine Systeme entsprechend. Wir vermitteln dir vielleicht ein Passwort-Tool, wo du vielleicht stärkere Passwörter mit weniger Aufwand konstant halten kannst. Wir vermitteln dir unser Ticketsystem. Wir nutzen beide diese Plattformen, tauschen uns aus und wir sind stets daran interessiert, dich und uns weiterzuentwickeln. Weil ganz ehrlich, wir sind ein IT-Systemhaus mit 60 Mann. Bei uns gibt es sicherlich manchmal ein Defizit im Prozess von ITIL. Ja, klar, wir wachsen, wir haben unsere Systeme da aufgestellt. Nichtsdestotrotz verstehen wir nicht, wie Kollokationen vermietet werden. Also das wäre ein bisschen unangemessen zu sagen, ja, pass auf, ich kann dir erklären, wie dein Geschäftsfeld funktioniert. Und da sind wir halt gut. Das ist auch immer eine gewisse Demut für uns, weil wir natürlich auch ein wachsendes Unternehmen bleiben wollen. Und wir sind darauf angewiesen, dass unsere Leute vertrauen und uns abholen und sagen, passt mal auf, wir wollen mit euch da wachsen. Ja, Wissenstransfer, wie gesagt, ich habe ganz viele tolle Dinge über Anbindungen gelernt auch. Da springen wir natürlich gerne in die Bresche. Wir haben unsere Netzwerkspezialisten. Das ist was, wie oft haben Sie schon eine Anbindung an einen Rechenzentrumsbeauftragten. Deshalb melden sich wahrscheinlich ein, zwei Leute, die sagen, ja, ich habe mich da schon mal durchgequält mit irgendwem zusammen. Und so ging es uns beim ersten Mal auch. Aber das nächste Mal, also wir haben jetzt schon, glaube ich, 7 oder 8 Kunden, die Standleitungen, Gigabit-Traffic direkt ins Rechenzentrum beauftragen, über verschiedenste Möglichkeiten, wie es halt ins Konstrukt gepasst haben. Und da haben wir immer wieder was gelernt, aber jetzt läuft es reibungslos. Also warum soll der nächste Kunde, der so etwas braucht, das wieder selbst lernen? Und das macht es halt auch, wie viel Arbeit investiere ich in ein Wissen, das ich nicht mehr brauchen muss. Ja? Also da muss man sich auch fragen. Ich habe vorhin schon mit jemandem drüber gesprochen, es macht halt oft keinen Sinn, sich in manche Richtungen zu bewegen, nur um Schmerzen zu haben. Und im Endeffekt hält es mich halt 2, 3 Jahre davon ab, zu wachsen. Okay?
Na gut, Anbindung aller Standorte, das war das, was wir gerade gesagt haben. Der Johannes hat es dankenswerterweise auch schon gesagt, muss ich nicht darauf achten. Die Cold hat da mit uns zusammengearbeitet. Da haben wir ganz gerne den Vermittler gespielt und haben gesagt, passt auf, unser Rechenzentrumsdienstleister, dein Anbindungsdienstleister bei der Cold, der erste Subunternehmer, der zweite Subunternehmer, ich mache eine Telco auf, ich koordiniere die Zeitpläne, ich hole alle an einen Tisch. Wir sagen, das möchten wir da und da haben, holen wir einen Ansprechpartner, der das technisch realisiert. Da sind ganz nette Zustände zusammengekommen, wie ja, der Bulgare hat dann um 17 Uhr bis 18 Uhr Zeit und der Kroate, der seine Schicht übernimmt, hat dann von 19 bis 20 Uhr Zeit und hoffentlich haben wir hinterher Internet. Aber da kümmern wir uns gerne drum, weil dafür sind wir da. Und in Hotlines kenne ich mich aus mit Herstellern, mit Dienstleistern, mit Drittherstellern, mit weiß der Teufel was, machen wir gerne für Sie. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Geschichte. Wir scheuen uns nicht davor, den Zwischenmenschen zu spielen, der sagt, ich hole technisch und organisatorisch Leute an einen Tisch. Und diese Menschen fehlen ja häufig in Unternehmen. Ich war neulich erst wieder in einer Telco eines größeren Konzerns. Da hat man das ganz deutlich gespürt. Da gibt es sehr viele Leute, die tragen einen Anzug und koordinieren. Allerdings haben sie technisch meistens kein Verständnis. Und dann gibt es ganz viele Leute, die technisch sehr guten Anspruch an sich selbst haben, allerdings um Planen von Dingen und so weiter sich nicht wirklich Gedanken machen wollen, sondern die wollen in ihren Kalender schauen, morgen 17 bis 18 Uhr klicke ich irgendein VPN zusammen, passt. Und dann hat man dieses Gap, das Word-Dokument, wo beschreibt, klicke bitte hier, klicke bitte da, dieser Standort ist da und diese IP-Address-Ranges müssen miteinander kommunizieren um Punkt 18 Uhr und da komme ich ins Spiel. Ich habe das Hemd und die Jeans. Und da bringe ich die Leute einfach an einen Tisch zusammen und sage denen, hier ist kein Problem. Ich sage dem Schlipsmenschen, hier pass auf, um 17 Uhr passiert das, das kostet dich das. Und ich sage dem Techniker, der in seinem, keine Ahnung, World of Warcraft T-Shirt am Tisch sitzt, hier pass auf, VPN richtet man so und so ein, die Remote-Netze sind das. Pre-Shared-Secret haben wir festgelegt, ist bei uns dokumentiert, ITIL-konform, Sie kriegen eine Doku übergeben, passt. Ja genau, Koordination aller Betreiber, Dienstleister, Betreiber, Provider, habe ich gesagt, das machen wir gerne. Terminierung und Umsetzung aller notwendigen Schritte, klar, ist bei uns auch nicht alles reibungslos gelaufen. Aber wir sind auch immer die, die sagen, pass auf, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid, wir lernen draus. Wir geben das bei uns intern weiter, briefen die Leute, pass auf, achtet drauf, wenn wir mit dem Provider zu tun haben, sprich mit dem und dem, kenne ich, läuft dann. Genau, und das ist es auch, sie kaufen Lösungen, niemand, der nicht schuld ist. Ja, das ist ja auch so ein Neuzeitding, Agile basiert ja darauf, dass sich jemand findet, der ein Problem lösen möchte, nicht jemand, der die Schuld abgibt und sagt, hier, ja, dumm gelaufen, aber eigentlich kann ich nichts dafür. Es hilft dir zwar nichts, hast kein Internet, aber naja, dafür kann ich trotzdem nichts. Sondern ich bin dann immer gern jemand, der sagt, ja, sorry, da muss ich klar da kommunizieren, da müssen wir hier vielleicht die Tool-Landschaft ein bisschen ändern. Oder auch, wie ich es zum Johannes gesagt habe, ja, tauschen wir doch alle Firewalls aus. Ich hänge doch technisch nicht am Edge-Gateway. Ja, natürlich bin ich VMware-zertifiziert und Produktgläubiger schlechthin. Ja, ich finde alles toll, was VMware macht. Mikrosegmentierung mit dem Edge-Gateway, Distributed Firewall hat riesen Vorteile in einer virtuellen Welt. Aber der Gap oben drüber, wenn der Kunde sagt, hey, ich kann das leider gar nicht administrieren und ich möchte schnell wachsen und ich möchte aber trotzdem kontrollieren, wer bei mir ins Internet kommt, weil das ist mein Geschäftsmodell. Da wäre ich ja dumm, wenn ich sagen würde, nö, aber VMware ist viel besser als Sophos, zumindest hier bei uns. Bei dir ist okay. Genau. Ja, also so läuft das Projekt dann ab und wir sprechen ein bisschen, wir kommen an einem Tisch. Ich habe Johannes auch alles erklärt, wie es bei uns technisch aussieht. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit in diesem Vortrag, aber ja, wir haben dann gleich noch eine Folie, wie es technisch bei uns ausschaut. Ansonsten die Architektur ist ein ganz guter Übergang, ist ein bisschen zufällig passiert, aber hier Architektur, wir bringen alle Standorte zusammen, wir lösen diese klassischen Netzeprobleme mit NAT und Routing, das ist auch was, was ich nicht glauben konnte, als ich mit der IBM zusammen gearbeitet habe, die dann einem Kunden erzählen, pass auf, wir müssen einen NAT machen. Das funktionieren manche Applikationen nicht hinter einem NAT. Also manche haben es vielleicht schon mal versucht, was in ein Rechenzentrum auszulagern hat und zum Beispiel ihr Navision ist immer ein klassischer Kandidat und kriegt dann gesagt, pass auf, wir müssen hier eine IP-Adresse natten in ein Zielnetzwerk, weil wir sonst Probleme intern bekommen mit Netzen. Und das ist in der Neuzeit eigentlich ein gelöstes Problem. Deswegen haben wir gesagt, nein, nein, das machen wir nicht.
Wir nehmen ein mandantenfähiges System. Jetzt hatten wir Glück, wir sind erst spät auf den Cloud-Zug aufgesprungen, vor 2 Jahren. Da waren sehr viele Probleme gelöst. Und haben eben VMware NSX genommen. Das ist auch sehr viel in allen Munden, weil es halt ein paar Probleme für Security- und Auditfähigkeit löst, die man in der neuen Zeit des Datenschutzes immer mehr zu spüren bekommt. Ja? Und haben einfach gesagt, das ist unsere Plattform, NSX, Mikrosegmentierung, Möglichkeiten sind alle da. Wenn ich den Haken reinsetze, funktioniert es. Wenn ich den Haken rausnehme, funktioniert es vielleicht ein bisschen besser in dem Kunden-Offset. Aber deswegen haben unsere Web-Solutions-Jungs, die profitieren sehr stark von verteilter Firewall und sehr kurzen Wegen durch den Hypervisor. Und wir sagen, nein, nein, ich leite das lieber zu einem zentralen Knotenpunkt, an eine dritte Firewall. Und dann sagen wir, wir lösen eine von den beiden Dingen einfach. Okay? Also NSX als Netzwerkstack, keine Einschränkungen im Netzwerkbereich. Ihr Vorteil, Sie sagen, ich brauche ein 172er-Netz, können Sie haben. Sie sagen, Sie wollen 10-0er-Netz, können Sie haben. Wir werden nie sagen, nein, das geht nicht, weil wir haben bereits einen Kunden oder wir haben bereits einen Dienst, der, das wird nicht so sein. Also ganz, ganz winzige Ausnahmen, wo bei uns auch Nothing nicht funktioniert, aber das würden wir dann halt sagen und sagen, dieses eine Netz überspringen wir vielleicht, wenn man ein neues Netz bei uns aufbaut, was auch der erste Schritt eigentlich wäre, Side-to-Side-VPN, ein Netz in der Cloud und zieht Dienste um oder eine Hybrid- Konstellation, dass Sie sagen, Sie wollen Ihr Netz stretchen über Ihr Rechenzentrumsgrenzen zu uns, beides möglich. Ja. Also keine Einschränkung im Netzbereich, da sind wir sehr stolz drauf, da können wir uns nämlich überhaupt messen mit den ganz Großen, also AWS, Google, Microsoft, Azure, da brauchen wir uns nicht verstecken. Ja, hier haben wir noch ein schönes Bildchen, damit die PowerPoint-Schlacht ein bisschen aufhört. Wir haben unser Datacenter-Betrieb, unseren Anschluss an den Carrier, das heißt, wir haben unbegrenzt Bandbreite zur Verfügung, wenn wir das bezahlen. Hyperkonvergente Nodes, wir haben alles genommen, wo wir gesagt haben, da können auch wir locker wachsen. Momentan bedeutet das, wir haben ein sehr großes, ein paar Terabyte umfassendes vSAN-Cluster. Oben drüber den NSX-Stack für diese Netzwerkvirtualisierung. Oben drüber ein mandantenfähiges Portal. Das basiert auf dem vCloud Director for Service Provider. Also wir sind auch als Service Provider bei VMware gelistet. Ja, und im Endeffekt macht es uns diese ganzen Berechtigungsprobleme ein bisschen ja, zur Seite. Sie bekommen Zugriff auf Ihre Konsole. Das bedeutet, selbst wenn Sie mal kein Netzwerk in Ihren Mandanten haben, können Sie immer noch eine virtuelle Maschine starten, stoppen, auf die Konsole drauf. Solange nicht komplett Nürnberg internetfrei ist, können wir sagen, ist überhaupt kein Problem. Kommen Sie immer noch an Ihre Konsole ran. Ist auch ein Vorteil, den muss man ja erkennen. Also auch da müssen wir uns nicht verstecken, da müssen wir nur sagen, gut, Microsoft hat halt 50 Rechenzentren verteilt auf der Welt. Wir sind halt in einem Rechenzentrum, nicht verteilt auf der Welt. Allerdings über Brandschutzabschnitte gestretcht, also falls jemand gleich die Alarmglocken schrillen hört, alles Georedundanz haben wir schon vermittelt. Genau, individuelle Anforderungen, das ist einer unserer großen Vorteile, den vielleicht auch Sie erkennen werden. Wenn man nicht zu Microsoft geht und sagt, hey, ich mache 10 Millionen Umsatz nächstes Jahr mit euch in der Cloud, dann kriegt man von Microsoft auch jemanden hingesetzt, der sich mal anhört, was man so vorhat. Ob der dann bewegen kann, dass in Azure sich irgendetwas verändert, weiß ich nicht. Aber wir hören immer zu, wir schauen immer, dass wir es mit unserer ITIL-konformen Umgebung integrierbar bekommen, Ihre Anforderung an uns, wie zum Beispiel für den Johannes die Zusammenarbeit mit der Cold Telecommunication. Oder spezielle Anforderungen wie, ja, was hat man denn klassisch? Ich komme aus der Datenbankwelt, HA-Cluster, MS-SQL. Wäre jetzt etwas, das passt eigentlich nicht in unsere Umgebung. Warum? Weil wir ein Raw-Device-Map brauchen. Jetzt haben wir aber hyperkonvergenten Storage. Dann würde ich Sie halt beraten und würde sagen, wollen wir nicht schauen, ob wir Always-On-Technologie mit einem Spiegel machen? Dann haben Sie auch Redundanz, technologisch anderer Lösungsansatz. Aber wir würden auf jeden Fall sagen, pass auf, das eine können wir nicht, aber wir könnten dir das und das anbieten. Also wir sind da sehr lösungsorientiert. Und wir sind auch immer offen dafür, halt andere Wege zu gehen. Wenn es jetzt heißt, ja, wir brauchen das, wir generieren so und so viel Umsatz mit euch, wir generieren dadurch auch so und so viel Umsatz und bei uns ist es ganz stark, sonst müssen wir leider in ein anderes Rechenzentrum mit noch einem dritten Dienstleister, dann sind wir die Letzten, die sagen, wir denken nicht drüber nach, um euch da aus der Problematikzone rauszuholen. Ja, bessere Latenz durch Routing und Firewall im VMware NSX-Stack. Klassisch, Firewalls sind oft ein Flaschenhals in solchen Umgebungen, weil quasi der ganze Traffic zur Firewall muss und wieder zurück in den Hypervisor. Dieses Problem hätten wir gelöst. Also auch Latenzen zwischen Ihren Servern würden runtergehen.
Gut. Mehrstufige Firewall-Konzepte leicht zu realisieren. Ja, mit dem Johannes haben wir jetzt auch schon den Weg gegangen und haben gesagt, pass auf, du kriegst noch eine Hardware-Firewall, da schicken wir gerne auch nochmal Traffic hin. Wir nehmen uns dadurch explizit diesen Vorteil ein bisschen weg. Allerdings passt es halt besser für den einen Kunden, dann machen wir das. Und auch so, wenn man sich fragt, Security, mehrere Technologien, NSX, Sophos, FortiGate, Checkpoint, alle zusammen in einem Boot, können wir alles realisieren, als virtuelle Maschine, als Hardware. Kommt auf die Anfrage drauf an, kommen Sie auf uns zu, stellen Sie uns Herausforderungen, ich bin gern bereit, versuchen, Ihre Probleme zu lösen. MPLS oder Company Connect Lösung, auch kein Problem, haben wir mit diversen Kunden und mit diversen Providern schon umgesetzt. Gut. Ich muss ein bisschen schneller machen, glaube ich, der Jochen schaut schon immer auf die Uhr. Passt? Passt. Hybrid und Multicloud, auch in aller Munde. Ich weiß immer nicht so ganz, was es für mich bedeutet, weil ganz ehrlich, die Office-Anbindung ist was da. Muss ich mir viel zu oft Gedanken machen dafür, was es eigentlich für ein Problem löst, weil normal erwartet man, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist trotzdem was, was halt sehr viele Leute im Unternehmen betrifft. Aber auch da ist es meistens für die Unternehmen besser, sie haben einen guten Internet-Breakout, als sie sind bei sich limitiert mit Bandbreite und müssen dann immer nach Azure. Das heißt, da haben wir auch schon gute Projekte realisiert. Der Clou ist, dass eine RDP-Verbindung meistens deutlich bandbreitenunintensiver ist, als wenn alle ihr Office, ihr Outlook, ihr was auch immer Project öffnen und dann über die schmale Bandbreite direkt nach Irland oder wo man sich halt gerade in Azure befindet, aufmacht. Also auch da kein Problem. Wir haben auch SharePoint Online-Projekte umgesetzt, Microsoft Teams, kann man alles nutzen. Wir haben auch gar kein Problem damit, eine Azure Cloud anzubinden durch die freie Wählbarkeit der IP-Address-Ranges bei uns und durch die normalen, ganz normalen Bordmittel an Gateways, die uns zur Verfügung stellen. Wir hätten auch kein Problem mit einer AWS. Solange es Ihre Applikation zulässt, könnte man theoretisch auch Storage reinholen. Die Frage ist dann immer, ob Roundtrip-Zeiten, Bandbreitenerwägungen, die bisschen Geldersparnis nicht vielleicht auffrisst. Allerdings, wo ich es mir gut vorstellen kann, wäre halt so Archive-Jobs mit Datenbanken zum Beispiel nach Azure. Und da sind wir gerne bereit, Sachen umzusetzen. Technologisch sollte es nicht scheitern. Organisatorisch geben wir uns größte Mühe. Wenn Sie eine Vision haben, die Sie uns mitteilen wollen, sind wir gerne bereit, da mit Ihnen zu gehen. Genauso wie Dynamics 365 und so weiter. Das ist halt unser Steckenpferd momentan, Office 365. Alle müssen Geld sparen. Office möchte man eigentlich nicht verwalten, auch Exchange möchte man nicht unbedingt verwalten. Das ist sehr komplex geworden durch die Cloud-Fähigkeit. Ist einer der Dienste, wo ich auch sagen würde, weg damit, möchte ich mich nicht befassen, aber alle brauchen E-Mail, dann soll sich jemand anders um die Updates kümmern. Gut, letzter Punkt. Atlassian hat ziemlich groß zugelegt die letzten 2 Jahre bei uns. Also rein von den Anzahl an Mandanten sind wir da sehr gut aufgestellt. Das ist auch ein unternehmenskritisches Thema. Wie bringe ich Leute dazu, besser miteinander zu arbeiten, leichter ihre Probleme mitzuteilen und die Dokumentation aktuell zu halten und Leute zu informieren, wie sie zu arbeiten haben. Ja, das hat uns ehrlich gesagt selbst weitergebracht. Wir haben das auch vor, weiß gar nicht, 3 Jahren jetzt eingeführt. Also sozusagen als unser Pilotprojekt, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir groß als Atlassian-Provider aufgestellt sind und sagen, naja, aber selbst machen wir das nicht. Ich musste da leider mein Herzensprojekt, ein anderes Ticketsystem, dessen Namen ich nicht sage, aufgeben, aber mir ging es genau wie Ihnen. Ich will mich damit doch nicht befassen, ehrlich gesagt. Ich muss Leute an die Cloud anbinden, deswegen war das gut. Ticketsystem raus, andere Abteilung kümmert sich drum. Es wird besser für alle. Sehr schöne Geschichte, hier die Zusammenarbeit der Systeme. Wir nutzen das ganz stark mit Verlinkung auf Kunde XY hat da die Dokumentation und hat diese Cases im Ticketsystem, weil dann kann der Kollege auch mal schauen, hey, pass mal auf, irgendwie die Firewall-Problematik beim Herrn Ziegler, die ist doch schon zum 7. Mal aufgetreten. Und plötzlich lösen andere Leute auch intuitiv Probleme. Das ist sehr gut. Dazu gibt es noch einen Vortrag gleich im Anschluss, 11.45 Uhr. Und einen 79er. Und dann haben Sie es überstanden mit mir. Dann gebe ich noch mal kurz an den Jochen ab. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch noch mal von meiner Seite. Vor allem an den Johannes. Ich habe gleich noch was für dich, muss ich von hinten holen. Ich wollte jetzt aber noch mal einen Hinweis geben auf die jetzt stattfindende Meetup-Session. Also die ist schon gut gefüllt, aber wer noch mit rein möchte,
der soll sich bei mir melden, der kriegt einen Voucher. Also wie gesagt, soll ein bisschen so im Barcamp-Style ablaufen. Wir wollen ein bisschen die Diskussion entfachen. Wie ist so Ihre Strategie in puncto Cloud, in puncto Outsourcing, Infrastructure as a Service? Bisschen Diskussion hatten wir schon. Der Markus hat es schon versucht zu entfachen. Eigentlich ist er dafür vorgesehen, das in der Meetup-Session zu machen. Aber wir werden jetzt die Diskussion mit rübernehmen. Wir treffen uns im Meetingraum 1 und würden dann mit der Meetup-Session weitermachen. Oh, Moment, ich habe noch was. Ja, vielen Dank, dass du den Vortrag gehalten hast. Wir wissen ja, du bist großer Fan des ruhmreichen FCN. Ja. Deswegen haben wir da einen kleinen Gutschein für den Fanshop. Im Moment Dank. Wahrscheinlich alles im Angebot, aber. Ja, denke ich auch. Ich nutze den auch jetzt. Man kann ja mal zuschlagen. Ja? Für den Preis genau. Und natürlich noch ein feines Tröpfchen für dich. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Hat mich gefreut. Danke.